Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie der Videotitel euch schon zeigt, es geht hier heute um 3D-Drucker, beziehungsweise meinen 3D-Drucker, den ich mir gekauft habe. Denn ich habe mir einen neuen 3D-Drucker gekauft. Ich hatte bereits einen Anycubic i3 Mega S. Ich möchte hier absolut nicht schlecht über Anycubic reden und auch nicht schlecht über den Anycubic i3 Mega S reden. Absolut nicht, das sind keine allzu schlechten Drucker. Aber ich bin mit meinem nicht zufrieden gewesen. Ganz klare Sache. Ich hatte massiv Probleme mit meinem, was einerseits auch daran liegt, dass ich mich gar nicht so sehr um den Drucker kümmern möchte. Und ich hatte immer mehr das Gefühl, dass ich den Drucker mehr betüdeln muss, als ich drucken kann. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Es ist aber trotzdem ein schönes Gerät, was man durchaus nutzen kann und gerade für den Einstieg und für die Leute, die viel basteln wollen, absolut etwas, was man machen kann. Qualitativ, was aus den Drucken rauskommt, da zeige ich euch gleich ein bisschen mehr zu, war ich aber auch mit dem nicht ganz zufrieden. Was aber auch an mir liegen kann, wie gesagt, da will ich keine Schuld dem Drucker geben. Es gibt genug Leute, die mit den Druckern auch echt gute Ergebnisse erzielen. Aber ich will auch nicht wissen, wie viel Arbeit die in diesen Drucker stecken. Ich habe mir jetzt also einen neuen Drucker gekauft. Und zwar einen Kidi Q1 Pro. Ich habe mir den angeschaut, ich habe den mal gesehen irgendwo, zufällig, ich weiß gar nicht mehr wo. Bin auf jeden Fall zufällig auf den gestoßen. Dann habe ich mir Vorstellungsvideos angeguckt. Der hat auch seine Macken und seine Problemchen, habe ich in den Videos gesehen. Und habe dann gedacht, so ganz neuer Hersteller auf dem Markt. Kennt man nicht aus dem chinesischen Raum. Schwierig. Bestellst du. Nein, ganz so schlimm war es nicht bei mir. Aber ich habe gedacht, komm, ich probiere es aus. Alle sagen, das ist grundsätzlich ein guter Drucker. Ich probiere es einfach mal aus. Also habe ich mir den bestellt. Und er ist angekommen. Und ich würde mal sagen, wir schauen mal rein, was wir da für einen Drucker vorgefunden haben. So, also ihr seht da schon mal den Part, der oben drauf liegt. Da haben wir nämlich einmal eine Bedienungsanleitung. Das ist so ein Quick Start Guide. Nichts großartig Besonderes. Ich schaue da einfach mal kurz rein und da sehen wir ganz viele Bilder. Ich zeige euch da einfach mal welche von hier. Sehr schön bebildert, wirklich ganz nett gemacht und sehr ausführlich, muss ich auch sagen. So, dann haben wir dabei noch einen Prittstift. Der ist eigentlich ganz cool für die Betthaftung, dass man da das Filament besser auf dem Bett drauf hat. Falls das irgendwie auf die Idee kommt, sich vom Bett zu lösen. Dann haben wir nämlich noch Filament hier, aber davon habe ich genug rumliegen und ja, so einen Streifen PLA. Was soll ich damit? Weg damit. So, dann nehmen wir uns mal die Halterung. Das ist nämlich die Halterung hinten für das Filament an sich. Und dann haben wir hier noch das Stromkabel für den Drucker. Noch ein bisschen Öl und das ist so Fett für die Stangen und Gewinde. Aber die sind alle, soweit ich weiß, vorgefettet. Also gucken wir mal einfach mal kurz rein, was wir eventuell machen müssen. Aber nö, eigentlich nicht wirklich viel. Dann haben wir noch das zweite Stück für die Filamenthalterung. Das können wir schon mal zusammenstecken. Seht ihr jetzt aber gerade nicht so richtig. Dann haben wir einen Spachtel, um die Sachen vom Druckbett runterzubekommen, falls die mal ein bisschen fester sind oder man Kleber benutzt hat. Dann einen Schraubendreher, Schlitz, einiges an Werkzeug und Gedöns, also was man so braucht, um den Drucker ein bisschen zu warten. Ich sag mal vorweg, das ganze Werkzeug, was dabei ist, ist Schrott. Wirklich mal so gesagt, es ist echt nicht qualitativ nicht gut. Ich musste schon einmal die Nozzle entfernen und auch den Extruder ausbauen. Nach meinem zweiten Druck, wo ich selber einen Fehler gemacht habe und mir damit die Nozzle verstopft habe. Aber das Ding ist wirklich nicht sonderlich toll. So, dann haben wir noch einen schönen USB-Stick. Ziemlich cooles Teil. Ne, so ein USB-Stick, echt super. Aber ich finde es gut, besser als eine CD dabei zu legen. Aber ich theoretisch jetzt auch einen Link zum Download getan, ganz ehrlich.
So, schauen wir uns das einfach mal an. Ich bin ein wenig verwirrt, weil ich weiß jetzt nicht ganz, wie ich ihn da rausheben soll alleine. Aber dieses schöne Schild, das ich mir da jetzt gerade mal genauer angucke und durchlese, sagt mir, ich soll einfach die Tüte packen und ihn rausziehen. Allerdings, ganz ehrlich, I'm very scared, wenn ich das so festhalte. Das ist etwa so, als würdet ihr mit einer leicht angerissenen Sixpack PET-Flaschen hantieren, wo ihr genau wisst, die reißt gleich auseinander, wenn ich die zum Auto trage. Etwa so habe ich mich da gefühlt. Deswegen schnell auf der Kante abstellen und dann hoch damit. So, und dann weg mit dem Karton. Wir wollen den Drucker sehen. Da geht's dann auch schon an den Drucker und wir packen den mal in Zeitraffer aus. So, dann kommt noch die Druckplatte zum Vorschein. Und das ist eine angeraute Metallplatte, magnetisch, sodass sie unten schön haftet. Aber auch sehr flexibel. Man kann das wieder, also das Bauteil dann schön abnehmen. Das ist sehr schön. Angeblich sind es 250 mm Bauraum. Aber ich habe schon gehört, 245 ist zumindest laut Datenblatt. Und eher so 240, die man dann wirklich effektiv drucken kann. Ja, nach ein wenig Suchen in meiner Grümpelkiste finde ich dann auch meinen Seitenschneider, um dann gleich die Kabelbinder da zu entfernen. Die seht ihr schon oben am Druckkopf. So, nachdem ich jetzt einige Zeit hier rumgrübel, weiß ich nicht ganz, was ich wegschneiden soll. Denn hier im Unboxing heißt es, man soll Kabelbinder zur Druckplatte, die ja von oben nach unten weggehen, so mal wegschneiden, aber da sind keine. Ich gucke nochmal genau hin. Nee, da ist nichts. Schneiden wir erstmal den Rest weg. Oder wäre mir fast ein Malheur passiert, denn hier müssen wir mal hingucken. Da sieht man schön einen weißen Streifen. Wenn man da einfach nur so hinguckt und so unbedacht einfach schneidet und schneidet, dann könnte es passieren, wäre mir nämlich auch fast passiert, dass man diesen Schlauch dadurch schneidet. Der ist nämlich der Führungsschlauch für das Filament. Den sollte man nicht durchschneiden. Also ich rätsel immer noch über diese Kabelbinder, die ich da wegschneiden soll. Und sie sind einfach nicht da. Schaut selbst, da ist nichts. So, ich schnapp mir das Werkzeug, was dabei gelegen hat, weil mein Werkzeug ist jetzt unten und wer hat schon Lust, die Treppe runterzulaufen, um extra Werkzeug zu holen. Aber natürlich, das erste, was ich greife, passt nicht, war ja klar. Beim zweiten geht es dann schon besser und dann raus mit den Sicherungsschrauben. Das ist ähnlich wie bei einer Waschmaschine, die ihr euch kauft. Da ist auch so eine Transportsicherung drin und solche Schrauben sind hier auch, um das Bett dort unten in Waage zu halten. So, wir prüfen jetzt mal, ob der Druckkopf beweglich ist, bevor wir das Gerät einschalten, weil das könnte sonst Probleme machen. Wenn wir jetzt irgendwo was vergessen haben und das hängt noch fest, dann springen die Riemen über oder ähnliches. Und wir bauen natürlich die Halterung an und die kommt hinten dran. Ich drehe euch das Gerät einfach mal um. In der Spiegelung sieht man schön den ganzen Müll, den ich jetzt gerade in meinem aufgeräumten Arbeitszimmer verteilt habe. Und ja, ich sitze hier, nehme das Ganze auf und es sieht immer noch genauso aus. Nein, den Plastikmüll habe ich entsorgt, aber der Karton steht hier immer noch. Gut, hier hinten auf der Seite seht ihr dann rechts die Halterung. Unten dann entsprechend den Ein-Aus-Knopf und das Kaltgeräte-Kabel bzw. den Kaltgeräte-Stecker. Und derjenige, der jetzt sagt, ey, den Stecker hast du nicht richtig reingesteckt. Ja, das stimmt. Das werde ich nachher bemerken. Die Halterung, ja, die ist leider sehr labil. Qualitativ nicht so sonderlich geil. Gut, sie sollte jetzt erstmal am Anfang ihren Zweck erfüllen, aber so richtig dolle ist das nicht.
So, wir schnappen uns mal etwas Filament. Ich habe da schon eine angebrochene Spule. Die packe ich jetzt einmal aus. Ich habe die vakuumverschweißt, damit die nicht nass wird. Dazu kann ich vielleicht nachher noch ein paar Worte verlieren, je nachdem, wie lange dieses Video wird. Ich möchte es ja nicht überziehen hier. Aber wir stecken die Spule da einfach mal auf. Und da sieht man schon ziemlich gut, wie wackelig das ist. Und wenn der Drucker richtig loslegt, ihr habt das noch nicht gesehen, aber ich, dann wackelt der ganz schön auf diesem Tisch. Und ja, das kann dann durchaus dazu führen, dass die Spule da einfach mal runterfliegt. Ich schneide jetzt das Ende einmal ab, weil das hat sehr viele Knicke und ich möchte nicht, dass das irgendwie im Extruder dann zu Verstopfungen führt und nicht gefördert werden kann vernünftig. Wir haben hier den Anschluss, das blaue, was ihr da seht, da wird das Filament eingesteckt. Das ist bei diesem Modell anders als bei den Modellen, die ich zuvor gesehen habe online. Ich habe ja einige Videos zu dem Drucker geguckt, von den Vorführmodellen, die andere bekommen haben. Und da ist es nämlich so, dass hinten eine weiße Leitung rausführt. Vielleicht kann ich euch ein paar Bilder einblenden oder Videoschnipsel von anderen. Und diese weiße Leitung, die führt einfach hinten aus dem Gehäuse raus und dort führt man das Filament ein. Und hier ist es halt anders. Ich nehme jetzt einfach mal hier die Hotend Kappe ab und hier sieht man dann auch den Extruder. Da dann das Hotend, ne, mit der Nozzle dran. Und ganz oben das Bauteil, was so ein bisschen nach Platine aussieht, das ist der Filamentsensor, der einfach nur dafür sorgt, dass das System weiß, hey, das Filament ist noch da. Es gibt noch einen zweiten Filamentsensor in dem System, das erkennt, ob das Filament auf der Spule sich verheddert hat und nicht weiter gefördert werden kann. Wir haben da hinten den USB-Port. Hier wird noch einmal gezeigt, was wir denn reinigen können und was wir fetten müssen und so weiter. Ist für uns jetzt aber alles gerade noch nicht so interessant, denn ich gucke mal nach und ja, die sind alle leicht schmierig. Also da ist überall ein bisschen Fett drauf. Auch die Gewindestangen sind gefettet. Und wenn das Druckbett dann einfach ein bisschen hoch und runter fährt, dann hat sich das alles erledigt. So, nehmen wir uns jetzt mal den Stecker, rein damit in die Dose. Und ihr seht nicht meinen Gesichtsausdruck jetzt nicht, aber da tut sich nichts und ich wundere mich. Klar denke ich mir, du bist ja auch dumm, mach mal den Schalter auf der Steckdose an. Aber immer noch tut sich gar nichts. Jetzt mache ich hinten den Schalter an dem Drucker an. Ja, ihr erinnert euch, den habe ich vorhin schon angemacht. Aber auch das hat nichts gebracht. Ich gucke einfach mal nach, ob da wirklich Strom auf der Dose ist. Einmal den nassen Finger reinstecken, gucken, ob es kribbelt. Kinder, macht das nicht. Aber es hat nichts gebracht. Ich gucke nochmal hinten der Schalter. Habe ich den versehentlich jetzt ausgemacht? Ich habe den doch vorhin angemacht oder nicht? Nee, da tut sich nichts. Jetzt nochmal ganz genau nachgucken, was könnte es sein. Und yeah, ich habe es gefunden. Es war ein loser Stecker. Ja, hätte ich von Anfang an mal aufgepasst und den Stecker richtig reingesteckt, dann würde das Gerät jetzt auch hochfahren. Ja, die Bootdauer des Geräts ist relativ lang, muss ich gestehen. Also bis der mal hochgefahren hat, das dauert ein wenig. Aber dann werden wir mit einem schönen Menü begrüßt, das uns erstmal fragt, ob wir irgendwelche komischen Sprachen, die ich nicht entziffern kann. Ich möchte mich da jetzt nicht halt aus dem Fenster lehnen, was das genau ist, was Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, whatever ist. Ich kann es nicht auseinanderhalten. Aber wir haben auf jeden Fall auch Französisch, Deutsch, Englisch, Portugiesisch und so weiter. Also denke ich mir, ich bin in Deutschland, ich möchte Deutsch haben. Und das wird sich später herausstellen, das war ein Fehler. Denn so richtig Deutsch kann das Ding leider nicht. Und was man hier sehr schön sieht am Druckbett, da haben sie nachgearbeitet, im Gegensatz zu den Vorherversionen, den Previews. Denn das ist wirklich schön gemacht. Man kann hier jetzt die Druckplatte schön einlegen. Bei den anderen war das nicht so. Da war hier in der Mitte nämlich ein Steg. Da hat die Druckplatte sich angelehnt und hat man die draufgesetzt und ist die immer verrutscht, weil links und rechts kein Anschlag war. Hier ist jetzt nur noch links und rechts ein Anschlag, wie man sieht, zack, und ich kann die einfach drauf fallen lassen und fertig. Sie ist magnetisch, die Magneten sind sehr kräftig, also es ist wirklich
sehr gut gemacht. Schön umgesetzt, muss ich sagen, die auf die Previews gehört. Gidi, also finde ich eine tolle Sache, dass man da auch an seine Kunden denkt. So, wir schalten das ganze Ding mal auf Deutsch. Und dann gucken wir mal weiter. Jetzt sagt er uns hier nochmal, was wir denn alles machen müssen. Finde ich cool, aber wir haben alles gemacht. Aber auch mit den Bildern sehr, sehr gut gemacht. Das finde ich wirklich sehr schön. Im Allgemeinen, die ganze Bebilderung, das Ganze drumherum ist wirklich alles sehr, sehr schön erklärt. Also da kann ich wirklich nicht meckern. Das finde ich immer sehr schön. Die Nutzer werden an die Hand genommen. Also selbst für einen Einsteiger und einen Anfänger ist dieses Teil wirklich absolut popeleinfach zu bedienen. So, es geht jetzt um das Einführen des Filaments und wie ich vorhin schon mal gezeigt habe, jetzt kommt das Filament hier rein und wir schieben es manuell durch. Das hat uns das Display so erklärt. Und dann schieben wir jetzt einfach mal, bis ein Widerstand kommt. Aber vorher zeige ich euch kurz, wie das dann hier aussieht. Also wir haben hier den PTFE-Schlauch, das ist der Schlauch, in dem das Filament läuft. Man sieht es auf diesem Clip jetzt nicht ganz so gut, aber so ein ganz bisschen könnt ihr es erahnen, wie ich das Filament raus und rein schiebe. Ne? So leicht dieser Schatten da. Aber ganz am Ende, da sieht man es deutlich besser, wenn die Kamera scharf stellt. Und dann schiebe ich das Filament bis da unten rein in den Extruder. Der soll es dann für mich weiter fördern. Man soll es so weit reinschieben, bis ein Widerstand kommt. Das habe ich getan, aber das hat nicht gereicht. Hier muss man auf jeden Fall mehrfach mal ran und ein bisschen drücken, während das Filament fördert. Aber auch hier, der Extruder ist sehr, 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 sehr leise, was ich begrüße. Und man hört ihn fast gar nicht, wenn der anspringt. Und hier würde er jetzt im Grunde anspringen und einmal ein bisschen fördern gleich, nachdem er aufgeheizt hat. Aber das merkt man einfach nicht. Wir stellen hier jetzt mal eine Temperatur von 200 Grad ein. Ich wundere mich hier, dass ich nicht auf 200 komme, weil er immer in drei Schritten geht. Also nehmen wir einfach 202, die sollten wir schon haben. Man könnte auch 210 oder 220 nehmen. Was aber da wahnsinnig ist, hat man gerade eben schon gesehen, gerade in den ersten Grad Celsius, die da hochgeschossen sind, das Ding heizt richtig schnell hoch. Also wenn ich da den Vergleich ziehe mit meinem i3 Mega S, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. So, das Filament sollte hier jetzt rauskommen, aber das tut es leider nicht. Und ich weiß nicht ganz warum. Er sagt mir jetzt auch sofort, Einführung ist beendet. Wenn man manuell das Filament dort nachlädt und auch den Assistenten dort verwendet, so wie es hier gemacht wurde, dann gibt es einen Knopf, der nennt sich Wiederholen. Dann geht der Extruder nochmal an und schiebt nochmal Filament nach. Das hat sie aber nicht gemacht. Also diesen Button gab es hier nicht. Hätte ich jetzt ein bisschen erwartet, dass der doch da ist. Aber nichtsdestotrotz, man kann es beheben, wenn man sich dann durch das Menü gequält hat. Quälen kann man auch nicht sagen. Das Menü ist wirklich nicht schlecht. Ich gucke jetzt nochmal sicherheitshalber nach, ob da nicht irgendwo doch was hängt oder so, oder ich vielleicht was vergessen habe, was ich abmachen muss. Aber das sieht gut aus. Also wieder dran, das Ding. Und dann geht's weiter nach Fehlersuche, ob wir es irgendwie hinkriegen, da das Filament rauszukriegen. So, ich konnte es mir nicht nehmen lassen, in dem Menü rumzuspielen. Habe auch schon mal ein Homing durchgeführt. Und jetzt lade ich manuell das Filament nochmal nach. Jetzt werden die ganzen Schritte im Grunde einfach nur wiederholt. So, 220 Grad sind erreicht. Jetzt heißt es laden. Das bedeutet also, er zieht jetzt das Filament ein, oder ich muss es halt dort entsprechend einführen. Und dann sagt er mir wiederholen oder fertig. Und das hat nicht funktioniert. Ich drücke auf wiederholen und drücke jetzt mit der Hand am Filament einfach ein bisschen nach, sodass der Extruder ein bisschen Grip kriegt auf das neue Filament. Und dann sehen wir auch schon das erste Filament, das aus der Düse kommt. Ja, wunderschön. Das funktioniert und der Streifen sieht echt sauber aus. Hat mich sehr verwundert. Beim Anycubic war das deutlich schiefer, deutlich komischer. Wir gucken hier mal in den Speicher und da sind schon einige Sachen voreingestellt. Wir nehmen uns das Benchy, da haben wir PLA. Wir haben 18 Minuten Druckzeit, 10 Gramm Filament und 3,3 Meter Filament, die wir benötigen.
Auf einer solchen vollen Spule sind etwa 330 Meter. Da können wir also ein paar Banshees mit drucken. Wir drücken mal auf Start. Jetzt sagt er mir hier nämlich noch mit dem Gehäuse bla bla bla. Wir sollen die Temperatur wegen der Temperatur das Gehäuse offen lassen. Das würde ich jetzt sowieso tun, weil ich will zugucken. So, die Meldung sagt uns jetzt, wir sollen das Gehäuse offen lassen, wenn wir PLA drucken. Das ist hier jetzt auch relativ wichtig. Ich habe den Fehler gemacht, das letzte Mal zu schließen. Es gab leider Essen. Ich habe zugemacht, bin nach unten gegangen. Das war dumm. Ich habe einfach nicht mehr dran gedacht. Und ja, tut das nicht. Lasst es offen. Wenigstens oben. Ich habe noch nicht getestet. Viele sagen, oben reicht. Aber wir starten jetzt den Druck. Er guckt jetzt einmal ein bisschen nach. Ich schätze jetzt einfach mal hier, dass er jetzt anfängt, den Startpunkt anzufahren. Dann geht er einmal nach hinten und heizt sich hoch. Und wenn er sich hochgeheizt hat, dann wird er ein wenig Filament ausspucken. Und dieses Filament landet dann in dieser Kiste da unten. So, da habt ihr gesehen, das Filament ist rausgefallen. Er reinigt jetzt die Düse. Das macht er einmal über so eine Walze dort. Da wird grob abgeschliffen. Dann wird so ein Wattepad verwendet, wo er dann drauf arbeitet. Da gibt es auch einige zu Ersatz. Das geht nach vorne, nach hinten und zur Seite. Aber wir haben einige von diesen Wattepads als Ersatz dabei bekommen und können die dann auch mal wechseln. Ich denke, die werden schon gut verschleißen. Nun beginnt der Drucker mit einer Abkühlphase. Er schaltet also das Hotend wieder aus, beziehungsweise es ist schon aus gewesen, als er sich dort gereinigt hat. Und beginnt jetzt gleich, wenn er eine bestimmte Temperatur erreicht hat, mit der Bettnivellierung. Die Bettnivellierung ist relativ wichtig. Das Bett, auf dem gedruckt wird, also das Druckbett, unten die Druckplatte, die muss immer 100%ig gerade sein. Das wird man nicht immer 100% hinbekommen, aber sie muss sehr, sehr, sehr gerade sein, damit das vernünftig haftet und der Abstand zwischen dem Druckkopf und dem Bett gegeben ist. Und das kann man manuell machen, aber hier geht das automatisch, indem er die entsprechenden Punkte anfährt. Das sehen wir hier jetzt. Und wenn er diese Punkte angefahren hat, dann kann er über bestimmte Sensoren erkennen, wie weit er sich irgendwo befindet. Und wer ganz genau hinguckt, sieht auch, dass die Motoren ein ganz klein wenig anders arbeiten zwischenzeitlich. Und dadurch korrigiert er jetzt eine Fehlstellung des Betts. So, dieses Hin- und Herwackeln, was er macht, und das Hoch- und Runterschwingen, das ist der sogenannte Input Shaper. Er kalibriert jetzt im Grunde die Resonanzfrequenz des Druckers, die beim Drucken entstehen würde, und kann damit einen saubereren Druck erzeugen, weil er nicht dazu neigt, irgendwie zu überschwingen aufgrund der Vibration. Dann schaut er sich das Druckbett nochmal an bestimmten neuralgischen Punkten. Passt das alles? Sind die Punkte in Ordnung? Da muss man natürlich nicht links und rechts nur machen, sondern auch ein bisschen weiter vorne. Ihn interessiert hier jetzt aber nur der Bereich, in dem sich der Druck befindet. Also nur der bedruckte Bereich, nicht das Drumherum. Deswegen fährt er nicht das ganze Bett ab, sondern nur ein paar Punkte. So, nachdem er fertig ist, geht er in die Parkposition und dort heizt er wieder hoch, bis es dann gleich losgeht mit dem Druck. Wir sehen schon ganz leicht Filament ausströmen. Wenn es heiß wird, dehnt es sich etwas aus und dann sehen wir, wie es sich da aus der Nozzle drückt. Das ist nicht weiter schlimm, dafür gibt es ein Vorgehen, das der Drucker macht, um das zu kompensieren, gerade am Anfang. Und das schauen wir uns gleich mal kurz an, was er da macht. Er fährt nämlich jetzt einmal zu der Position und zieht dort eine Linie. Einmal so in einem rechten Winkel und beginnt dann mit dem eigentlichen Druck. Alles, was ihr hier jetzt seht, ist immer noch ganz normale Zeit. Also sprich, so wie die Kamera es aufgenommen hat. Ich werde gleich natürlich eine Timelapse draus machen, logisch. Aber was ihr hier jetzt gerade noch seht, ist wirklich die Geschwindigkeit. Es wird gleich wieder heller. Ich habe versucht, mit dem Fokus ein bisschen besser ranzukommen. Hat nicht geklappt.
Und das ist schon wirklich atemberaubend, wie schnell er da diese Linien zieht. Wir springen mal ein bisschen weiter. Ja, wir sind jetzt hier so relativ mittig des Rumpfes. Und ich bin wieder in der normalen Zeit. Also schaut es euch an, das ist wirklich genial, wie schnell das Ding ist. Also ich kann nicht genau sagen, auf was der G-Code hier jetzt eingestellt war. Ich habe nicht nachgeschaut. Aber das war wirklich, ich würde mal sagen, das ist das Standardprofil. Und das Standardprofil ist auf 300 Millimeter pro Sekunde eingestellt. Und das kann ich mir durchaus vorstellen. Weil das ist immer noch nicht in der Geschwindigkeit erhöht. So, nach etwa 10 Minuten Druckzeit haben wir das Bench hier schon fast fertig. Der ist jetzt gerade dabei, das Dach zu machen, und schaut es euch an. Wir sind wieder in der Normalzeit. Das ist schon wirklich krass. Also ich bin unglaublich geflasht, wie schnell er das macht. Und wir werden auch gleich sehen, wie lange er wirklich gebraucht hat. So, es sind die letzten Züge. Er macht hier den Schornstein fertig von dem Banshee. Das ist wirklich cool geworden. Ich bin jetzt schon begeistert, während ich da vorsitze. Und ja, ich habe wirklich hinter der Kamera gesessen und habe die ganze Zeit zugeguckt, wie er dieses Banshee da druckt, weil es auch nicht unglaublich lange gedauert hat. So, nachdem das Banshee jetzt hier unten angekommen ist und er mir sagt, es ist fertig, da gucken wir drauf die Zeit, 22 Minuten. Einfach nur krank. Also mein Anycubic hat hier weit über 40 Minuten gebraucht. Ich kann nicht mehr genau sagen, wie viel, aber ich habe das Banshee noch, das allererste Banshee. Und die Qualitätsunterschiede, die gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Einmal kurz für die Kamera, da seht ihr einmal das Banshee. Und kein Stringing, kein gar nichts. So, ich werde mich mal ein bisschen in die Einrichtung, in die Einstellungen des Druckers begeben. Ich kann hier die Bettnivellierung manuell durchführen. Ich kann sie auch automatisch durchführen lassen. Auch das ist eine schöne Einstellung und sehr, sehr sinnvoll. Ich habe es auch schon geschafft, das Bett einmal aus der Waage zu bringen und dann einfach automatische Bettnivellierung und das Ding läuft wieder. Dann schauen wir mal, das Teil hat ja WLAN und auch Netzwerk, und da ich jetzt gerade nicht wirklich Lust hatte, das Ding per Netzwerk anzuschließen, habe ich mir gedacht, komm, machst du mal WLAN und wir schauen mal, wie gut er das hinbekommt. Ich muss euch natürlich hier leider meine ganzen WLANs und das Passwort und so weiter ausblenden. Ist ja logisch. Aber er findet meine WLANs. Was ich etwas irritierend finde, ist, er findet die WLANs als 2,4 und 5 GHz, zeigt das aber nicht an. Er sagt einfach, es ist zweimal da. So, die Tastatur ist hier natürlich jetzt ausgeblendet und auch das Passwort, was ich da eintippe, ist ausgeblendet. Die Tastatur ist etwas gewöhnungsbedürftig, finde ich, aber Gott, wie oft gibt man sein WLAN-Passwort da ein? Einmal. So, WLAN-Daten sind gespeichert
Und dann gucken wir jetzt mal rein. Wir aktualisieren nochmal, aber irgendwie passiert nichts. Doch, jetzt haben wir es und er sagt mir, wo er verbunden ist und ich bekomme eine IP-Adresse 10.2.0.52. Das ist jetzt meine IP und ich kann hier jetzt sogar mir das Ganze angucken. Und jetzt habe ich es weggetippt, weil der Touchscreen nicht so reagiert hat, wie ich es mir gewünscht habe. Denn an einigen Punkten ist er leider etwas hakelig. So, jetzt habe ich mich entschlossen, etwas anderes zu drucken und wechsle das Filament dafür. Ich habe es leider sehr kurz in die Kamera gehalten, nur jetzt kommen wir nochmal. Und ich nehme jetzt von Erivon ein Silk PLA in Rot-Schwarz und wir wollen das Ganze mal wechseln. Da haben sich schon viele beschwert, dass das Wechseln des Filaments nicht so cool ist. Das hätte man deutlich besser machen können. Aber wir müssen ja mal schauen, ob wir das auch so sehen. Man sollte sich immer eine eigene Meinung bilden. Als allererstes suche ich natürlich den Menüpunkt. Jetzt will ich den Druck stoppen und er sagt mir, der Druck existiert gar nicht. Ich bin ein bisschen verwirrt. Aber gut, irgendwann kriegen wir das hin und ich komme in das passende Menü. So, nachdem ich herausgefunden habe, dass unter dem zweiten Menüpunkt unten links oben dann der Tab Laden existiert und ich hier sagen kann Filament ersetzen, war ich dann auch endlich soweit, das Filament tauschen zu können. Und dann fragt er mich, ob ich eine manuelle oder automatische Befüllung wünsche. Und bei der automatischen kann es halt zu Problemen kommen, dass der Extruder oder die Düse verstopft wird. Ich habe jetzt überhaupt keinen Bock, den Extruder auszubauen. Also wähle ich natürlich die automatische Methode. So, danach zeigt mir eine schöne Grafik. Und da muss ich ganz ehrlich wieder sagen, sehr schön gemacht. Was ich zu tun habe, ich soll das Filament oben abschneiden, aber hier vorsichtig den Schlauch vorher abziehen. Diesen Schlauch hier, den müssen wir abziehen und dann schneiden wir das Filament hier oben ab. Und dann können wir die Rolle einfach rückwärts machen und das Filament rausziehen. Den Schlauch stecke ich da jetzt so ganz locker wieder drauf. So, auch ein neues Filament hat immer so einen Knick, wo es festgemacht ist. Das schneide ich runter, damit sich das nicht verheddern kann. So, nachdem das Filament dann am Extruder angekommen ist, beziehungsweise bei dem alten Filament angekommen ist, da kann ich dann jetzt sagen weiter. Und jetzt wird die Nozzle hochgeheizt auf 220 Grad. Jetzt beginnt er dann auch mit dem Fördern des Filaments. Und da muss man jetzt manuell ein bisschen nachschieben. Und ich sage jetzt wiederholen, einfach weil das neue Filament noch nicht angekommen ist. Also wiederholen wir das Ganze einfach, bis das neue gute Filament, also das Filament, das ich jetzt drin haben will, angekommen ist. So richtig möchte er noch nicht brücken. Das Filament, ich muss da noch mal ein bisschen beigehen. Also es ist ein ganz bisschen frickelig, das Filament zu tauschen. Ich habe mich dann dazu entschlossen, das Filament manuell dort einzuführen und ohne, dass der Schlauch da drauf steckt, dann hat man ein bisschen mehr Gefühl und kann direkt über dem Extruder da ein bisschen mit der Hand besser ertasten, wo der Extruder jetzt greift und wo nicht. Und dann haben wir auch relativ schnell die Position gefunden und dann stecke ich mir den Schlauch drauf, weil wenn er den Grip erstmal hat, dann kommt da auch schnell das neue Filament und da sieht man auch schon, wie das rote Filament da rauskommt. Und damit ist der Filamentwechsel erledigt. Ich fand es anfangs etwas sehr umständlich, muss aber sagen, ich glaube, wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, dann kennt man die Handgriffe und dann ist das recht schnell erledigt. Ich bin etwas sehr überrascht von dem Filament selbst, was ich da gerade eingelegt habe. Es verhält sich für ein PLA sehr komisch, aber meine Befürchtungen sollten sich nicht bewahrheiten. So, und da beginnt der Drucker hier jetzt nochmal zu leveln, weil ich einen neuen Job gestartet habe. Aber was da rauskommt, das würde ich sagen, zeige ich euch später mal.
Ja, ich habe euch einiges gezeigt. Kommen wir mal zum Fazit, beziehungsweise noch so ein paar allgemeine Informationen und dann das Fazit. Zunächst einmal zur Firmware selbst oder zu Fehlern in der Firmware. Sie ist relativ langsam, wenn es darum geht, die Ordner zu laden, beziehungsweise die Models zu laden. Er stellt immer so eine Vorschau aus dem G-Code, und das dauert und man hat währenddessen einfach nicht die Möglichkeit, während diese vier Vorschaubilder gezeigt werden, irgendetwas zu machen. Manchmal hier und da scheint die Firmware auch zu hakeln, wo es dann irgendwie Überlappungen gibt, die merkwürdig sind oder Tastendrücke nicht erkannt werden. Beendete Drucke stehen irgendwie immer noch im Dashboard bzw. auf der Startseite in dem Homescreen. Wenn ich einen Druck über den Slicer direkt hochlade, also man kann über den Kidi Slicer, ich habe den Slicer hier jetzt extra nicht betrachtet und noch nicht gezeigt, aber es gibt einen Slicer, einen Kidi Slicer, und wenn ich da einen Druck direkt auf den Drucker schicke und sage hochladen und drucken, dann wird der Druck teilweise gar nicht angezeigt. Ich weiß gar nicht, arbeitet der jetzt oder nicht. Wenn ich einen Druck darüber starte, also nur hochlade, mir den Druck dann raussuche aus dem Ordner und den Druck starten möchte, dann drücke ich auf Start, Play, das ist so ein Play-Button. Da passiert dann aber irgendwie gefühlt erstmal nichts. Ich weiß nicht was, keine Rückmeldung. Also da ist die Software, also zumindest auf dem Bildschirm, echt noch gewöhnungsbedürftig. Die deutsche Übersetzung, ich habe es ja schon erwähnt. Sorry, nee, also geil ist die nicht. Hier lässt sich auf jeden Fall noch einiges machen. Aber das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Die deutsche Übersetzung, da nehme ich einfach die englische, wenn es mich stört. Und in den meisten Fällen weiß ich, was gemeint ist. Dann habe ich ein Update versucht über die Einstellung. Direkt Online-Update, hat nicht funktioniert. Er sagte mir immer, Server nicht erreichbar oder nicht gefunden, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich ein Bild, dann blende ich es euch ein. Dann habe ich das Update selber gemacht, als ich dann, also direkt das Update runtergeladen, es gab ein Update, habe das runtergeladen und habe es eingespielt. Das habe ich aber erst dann gemacht, als mein Drucker mir gesagt hat, dass er die GUI nicht richtig laden kann, weil die GUI und die Firmware sich versionstechnisch unterscheiden. Ich habe nichts gemacht, ich habe dem nichts gesagt. Ich habe ihn abends ausgemacht und dann hier vorhin wieder an. Also es ist noch gar nicht so lange her. Das war merkwürdig. Habe dann aber ein Firmware-Update gemacht. Das ging erstmal problemlos, aber es musste dann ein Reboot gemacht werden. Und der Reboot, der hat wiederum einen Fehler verursacht. Dann sagte er mir, konnte nicht vernünftig hochgefahren werden, irgendwie sowas, eine Anomalie entdeckt. Dann musste man nochmal neu starten. Dann hat er das Update aber installiert und jetzt ist das Update auch drauf. Ein paar Mal hatte ich wirklich Bammel, dass es überhaupt funktioniert oder ich mir jetzt eventuell die Firmware zerschossen habe. Es gibt eine Web-Oberfläche, deswegen habe ich das Gerät auch mit dem WLAN verbunden. Das habe ich dort in dem Moment nicht erwähnt. Aber es gibt eine Web-Oberfläche, die zeige ich jetzt auch nicht, von Clipper. Und da kann man den Drucker komplett steuern. Man kann sich die Zeitraffer angucken. Da ist eine Kamera intern drin. Die zeichnet auch auf und macht eine Zeitraffer. Von dem Benji jetzt leider keine Zeitraffer, weil ich das vorher nicht eingestellt habe. WLAN-Verbindung habe ich erst danach gemacht. Aber das erste war wirklich Benji drucken. Dann wollte ich nochmal kurz diese Bettnivellierung ansprechen. Da habe ich nämlich nochmal einen kleinen Videoclip und den blende ich euch hier ein. Und da seht ihr ganz gut, so finde ich zumindest, dass die linke und die rechte Achse, dass die beiden sich nicht synchron bewegen, sondern an den ein oder anderen Stellen die eine Achse ein bisschen schneller ist als die andere und ein bisschen höher geht. Und das ist diese Bettnivellierung, einfach damit ihr das nochmal gesehen habt, wie das automatische Bettnivellieren funktioniert. Ich habe inzwischen auch eine Nivellierung direkt, also richtig gemacht, eine manuelle, und das war wirklich... Die standen echt krass auseinander, muss ich wirklich sagen. Also es waren bestimmt 5 mm oder sowas, die das Bett schief stand. Und das sieht man auch im Clipper. Dort kann man das sehen. Da habe ich jetzt leider keinen Screenshot von gemacht, hätte ich mal machen sollen. Da sieht man so eine Kurve, so ein Graph, die Matrix.
wie stark das auseinander driftet. Aber ich finde es wahnsinnig, wie gut er das selber erkennt, dass er da ausnividieren muss und wie gut er das macht. So, dann haben wir noch ein Thema, das nicht so schön ist. Und zwar hat der Drucker ein kleines Sicherheitsproblem. Sagen einige, sehe ich teilweise auch so, aber nicht so ganz. Und zwar besitzt der Drucker hinten ein Heizelement. Ihr seht jetzt gerade ein Bild davon. Und dieses Heizelement, das ist für die Bauraumheizung. Dort wird zum Beispiel der Druckraum erhitzt, um Filamente wie ABS, ASA und so weiter besser drucken zu können, damit die sich nicht hochwarpen. Einige Filamente brauchen das. Und will ich jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen. Aber es gibt diese Bauraumheizung, das ist toll. Die hat aber ein kleines Problem. Sie arbeitet direkt mit 230 Volt. Das heißt, an dieser Heizung liegen 230 Volt an. Die werden nicht irgendwie übers Netzteil gegeben oder sowas, sondern die werden von da aus geschaltet. Und ein weiteres Problem, was da besteht, ist, dass die Bauraumheizung 230 Volt direkt an ihrem Gehäuse haben kann. Auf dem Bild, ich blende es nochmal ein, seht ihr, dass das Ding komplett eingehaust ist. Also einfach mal eben so mit dem Finger kommt man da nicht dran. Alles gut. Insofern nicht das riesige Problem, aber man hat es festgestellt, dass da halt direkt 230 Volt dranhängen. Und ich finde es auch nicht ganz so schön, weil wenn man da mal Filament rauszieht irgendwo und da ist was reingefallen, ich habe es auch schon gehabt, dass ein Stück Filament nicht in dem Bottich gelandet ist, sondern daneben. Und man will vielleicht mit einer metallischen Zinzette da rein und man weiß das nicht. Ist das blöd. Allerdings, Kidi hat darauf reagiert und hat einen Sticker drauf gemacht auf diesen Heizkörper selbst. Und sie legen dieses Blättchen bei, das sagt, wie rum man den Stecker einstecken soll. Kleines Problem ist, ein Laie kann damit wenig anfangen. Leider Gottes. Die Stecker in der EU sind nicht verpolungssicher. Will ich jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen, warum, wieso, weshalb und so weiter. Aber wir können sie theoretisch falsch rum einstecken. Ich habe es mal nachgemessen alles. Ich habe die passende Position bei mir gefunden. Bei mir hängen keine 230 Volt drauf. Man braucht aber halt ein Messgerät. Video blende ich euch hier natürlich ein, wie ich das gemessen habe und wie ich auch nachgekauft habe, ob das Problem überhaupt noch besteht. Weiteres Problem, was genannt wird, ist, dass kein Thermistor da ist. Heißt also, dass der nicht auch bei zu hoher Temperatur abschaltet, wie zum Beispiel mit einem Bimetall oder ähnlichem, dass man da noch eine Sicherung drin hat, wie einem Wasserkocher oder sowas. Die fehlt wohl auch angeblich. Habe ich hier nicht nachgeprüft, ob das hier vielleicht nachgerüstet wurde oder nicht. Ich habe den Drucker noch nicht aufgeschraubt. Gut, aber das möchte ich noch einmal sagen. Kidi hat hier ein bisschen was nachgebessert. Ob das jetzt perfekt ist, weiß ich nicht. Ich persönlich bin noch nicht ganz so glücklich mit der Lösung. Werde mir da aber auch noch was einfallen lassen und vielleicht wird es noch eine Nachbesserung von Kidi geben. Wo wir aber im Grunde schon da bei diesem Thema sind, Nachbesserungen bei den Videos, die ich gesehen habe, von vielen anderen auch. Ich habe auch einige Bilder verwendet von einem YouTube-Channel, wo ich mir die erste Version im Grunde angeguckt habe. Und auch da muss ich sagen, ein tolles Review, was sehr gut hergemacht hat. Link ist natürlich unten in der Beschreibung, logisch. Und dort sieht man auch einige Probleme bezüglich des Druckers selbst, ne, mit dem Druckbett und so weiter. Aber da hat sich viel getan. Also hinten das Einführen von dem Filament hat sich geändert. Das Druckbett selbst hat sich, finde ich, komplett geändert. Das ist nicht mehr so Plastik drumherum, sondern metallisch. Also da haben sie wirklich viel gemacht. Okay, dann zum Druck selbst. Der Fazit zu meinem Drucker und zu dieser Anschaffung. Ich bin begeistert. Gerade ich komme aus dem Bereich AnyCubic. Mein zweiter Drucker ist das hier jetzt und ich bin absolut begeistert. Man sieht das auch und ich sage an einigen Stellen, oh, wie schnell ist der? Das kann natürlich sein, dass einige sagen, das soll schnell sein. Ja, für mich schon. aber ich bin wirklich begeistert. Die Druckqualität ist genial.
Ich habe zum Beispiel gedruckt an Benji, was ihr gesehen habt. Und ich blende euch einfach mal Bilder ein. Und da seht ihr auf dem einen Bild mal blau, das ist der Anycubic, das Benji. Und grün ist das Benji, was wir hier gedruckt haben. Und da sieht man gerade in diesem Bogen von der Hütte da auf dem Schiff, sieht man ganz gut, wie da einfach Lücken drin sind, wie das unsauber ist. Und dann haben wir noch dieses Bild, wo man dann die Front sieht, also den Bug. Und da sieht man auch die, wie unsauber eigentlich der Anycubic gedruckt hat bei mir. Da war ich natürlich nicht glücklich mit. Deswegen habe ich mich ja jetzt für einen anderen entschieden. Und ja. Aber noch eine Sache, die mit dem Anycubic gar nicht möglich gewesen wäre, ist dieses gute Stück. Dieser Drache, der hier zusammenhängend ist. Ich blende euch eine Timelapse ein, wie der gedruckt wurde. Das ist das, was ich dann mit dem Silk-Filament, was ich dort eingelegt habe, gedruckt habe. Und das ist wirklich genial geworden. Also schaut es euch an, wie der sich hier bewegt. Und ich habe den so vom Druckbett runtergenommen. Also überhaupt kein Problem, bin ich ganz ehrlich. War easy, den zu drucken. Erster Versuch ist misslungen, leider. Da haben sich die einzelnen Elemente, die sind am Anfang, sind das ja nur die kleinen Elemente, haben sich ein bisschen hochgeworfen. Dann habe ich ein bisschen Kleber auf die, auf das Druckbett gemacht und es nochmal probiert. Und seitdem wunderbar, wirklich toller Druck. Ich habe ebenfalls gedruckt, so Calibration Cubes, zwei Stück, ebenfalls mit dem Silk-Filament. Dann habe ich auch gedruckt einen Evoli. Fand ich irgendwie ganz lustig. Ich mag dieses Filament einfach auch. Das ist sehr cool geworden. Und dann habe ich natürlich auch gedruckt einen Toleranz-Block hier, wo man dann diese Sachen hier bewegen kann. Also das kommt so vom Drucker und man kann es theoretisch dann direkt bewegen. Die Mitte funktioniert super und einige hier an der Seite auch. Und was auf jeden Fall funktioniert, sind 0,19. Die funktionieren wunderbar. Bei 0,16 geht auch noch. Und 0,13, hier sitzt es fest. 0,1 ebenfalls. Hab schon Leute in Videos gesehen, die dann auf 0,1 hier auch gut drucken konnten. Das hat funktioniert. Bei mir jetzt nicht, aber es ist ein Standardfilament. Ich habe nichts am Drucker verändert, ich habe ihn nur gelevelt. Ich habe Standard-Settings verwendet. Es kann am Filament liegen, es kann an den Druckeinstellungen liegen. Ich weiß es nicht genau, warum das hier jetzt nicht geklappt hat. Aber dennoch, das hätte ich selbst mit 0,25 mit dem Anycubic wahrscheinlich nicht hinbekommen. Bin ich ganz ehrlich, mit dem Z-Wobbling, was ich da immer mit dem Ding hatte, das hätte ich nicht hinbekommen. Gut, also im Grunde ein wirklich toller Drucker. Ich bin persönlich sehr begeistert. Für mich ist dieses Heizelement da hinten kein Problem. Also für mich ein toller Drucker. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr habt Spaß daran gehabt, euch das mal anzugucken. Und wenn ihr irgendetwas habt, wenn ihr davon mehr sehen wollt, wenn ihr Ideen habt, was man Cooles drucken könnte oder ähnliches, schmeißt es in die Kommentare. Und dann weiß ich, dass euch das Ganze interessiert. Und dann würde ich dann ein weiteres Video zu machen oder auch ein Update zu dem Drucker selbst. Wenn ihr Fragen zu dem Drucker selbst habt, auch in die Kommentare immer reinschreiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen, die ein Preview im Grunde von diesem Drucker gemacht haben. Das hat mir persönlich sehr geholfen. Und mehr kann ich jetzt nicht mehr sagen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal, wahrscheinlich in Stationeers. Adios!